Happy Birthday Deutschland-Ticket. Schon seit 6 Monaten gibt es das von Verkehrsminister Volker Wissing erfundene Ticket und es ist ein voller Erfolg. Good News, die Fortführung des Tickets ist gesichert. Mehr dazu jetzt bei Prefacts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Nach 6 Monaten Deutschland-Ticket nutzen rund 11 Millionen Menschen das Ticket und immer mehr steigen auf den ÖPNV um. Das beweisen die Zahlen und Statistiken. Um das zu ermöglichen, hat der Bund 1,5 Milliarden Euro mehr zur Verfügung gestellt. Und zwar obwohl der ÖPNV Ländersache ist. Trotzdem wollten die Landesverkehrsminister noch mehr Geld haben und haben sogar eine Blockade des Deutschland-Tickets angedroht. Beim Treffen von Bund und Ländern wurde aber jetzt eine Einigung erzielt. Und die sieht so aus. Die Mittel, die die Länder in diesem Jahr nicht abgerufen haben, können auch im nächsten Jahr noch genutzt werden. Die Erfolgsgeschichte geht also weiter. Oder anders gesagt, der Zug hat keine Bremsen. Tschu-tschu. Klar ist aber auch, die Länder müssen ihre Hausaufgaben machen und an die Strukturen ran. Denn mit über 60 Verkehrsverbünden in Deutschland herrscht enormer Reformbedarf. Das Ticket ist also auch eine echte Chance für die Bundesländer. Verkehrsverbünde könnten also zusammengelegt, Tarife und Ticketvertrieb neu strukturiert und teure Vorstandsposten gestrichen werden. Das müssen die Länder aber auch wollen. Und bis dahin feiern wir